Das Malen begleitete den in Naumburg niedergelassenen Arzt Thomas Burkhardt schon seit seiner Kindheit. Ehrlich und direkt, ohne ein Blatt vor den Mund oder den Pinsel zu nehmen, zeigt er auf, was ihn und die Menschheit bewegt. Die Frage, was ich mit diesem Bild eigentlich ausdrücken wollte, das ist eigentlich ganz simpel. Wir haben in der heutigen Zeit eine Informationsflut, die ungebremst bei uns im Kopf ankommt. Wir haben keine oder kaum Möglichkeiten, diese Informationen mehr zu filtern, weil wir über unterschiedlichste Medien unterschiedlichste Informationen bekommen und wir sollen die dann in der Masse verarbeiten, sortieren, wechseln, auswerten. Das schaffen wir manchmal nicht mehr und deswegen kommt es zu solchen Themen wie Burnout etc. Wir leben als Menschen zusammen und aus diesem Zusammenleben heraus ergeben sich oft auch Schwierigkeiten oder Probleme. Wir werden von der Gesellschaft geformt. So entstehen unterschiedliche Perspektiven von Menschenleben. Ich versuche eigentlich nur, unser gesellschaftliches Leben in Bilder zu fassen, nachdenken zu lassen und einfach in die Köpfe vorzudringen. So der Künstler zu seinem Titel der Ausstellung Menschenleben. Aber auch sozialpolitisch kritische Themen werden auf die Leinwand gebracht. Das Bild heißt Die große Macht Syrien. Hier steht Syrien aber eigentlich nur als Symbol der Krisenkriegsherde, die wir weltweit haben. Und die haben wir jetzt seit 10, 15, 20 Jahren und es kommt keine Ruhe rein. Warum kann keine Ruhe reinkommen? Weil tagtäglich Waffen in diese Gebiete geliefert werden. Waffen, die Opfer schaffen, die mit der ganzen Sache eigentlich gar nichts zu tun haben. Wer verkauft diese Waffen? Wem dient der Waffenverkauf? Und da muss ich ganz klar sagen, sind die großen Nationen in Europa und in der Welt absolut nicht unschuldig. Da zählt auch Deutschland dazu. Dieser Mann, der hier steht, symbolisiert eigentlich nur einen Waffenhändler mit der weißen Weste. Traurig, eine weiße Weste zu tragen, wenn dadurch Kinder sterben, Alte sterben und ein Land zerstört wird. Und darauf wollte ich eigentlich nur hinweisen. Die Werke sind noch bis September im Landratsamt in Naumburg zu bewundern. Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich direkt an Herrn Burkhardt über die eingeblendete E-Mail-Adresse.